eine Gedankenwerkstatt der Europaregion sein. Mit diesem Leitgedanken wurde das Euregio-Atelier eingerichtet, das nun zum zweiten Mal, dieses Jahr auch als zweite Veranstaltung im Rahmen der zweiten Ausgabe der von 35 Studierenden besuchten Euregio-Akademie organisiert wurde. Das zweitägige Seminar war Gelegenheit, um Überlegungen zum Thema Identität und deren Bedeutung in der heutigen Zeit auszutauschen. L'Euregio Atelier e l'Accademia dell'Euregio sono due progetti che offrono un dialogo fra passato e futuro e rappresentano la vision dell'Euregio, che vede i tre territori guardare al futuro promuovendo la collaborazione fra loro per superare i confini nel rispetto e nella condivisione della molteplicità culturale e linguistica, sposando totalmente lo spirito europeo. Die Referenten haben zusammen mit den Jugendlichen der Euregio Akademie versucht, das Kernthema des Euregio-Ateliers zu vertiefen und in ihren Beiträgen zahlreiche Anregungen herauskristallisiert. Das Thema der Identität und der neue Definition in der Schwebe zwischen lokal und global hat sich als recht faszinierend erwiesen. Gleichzeitig hat es sich gezeigt, dass es fast unmöglich ist, es ein für alle Mal zu definieren. Die Globalisierung geht bis ins Dorf. Insofern kommt sie im Leben jedes Einzelnen und jeder Einzelnen an. Das löst Verunsicherung aus. Früher wusste man, woher die Äpfel kommen. Heute weiß man diese Sachen nicht mehr. Alte Sicherheiten zerbröseln und zerbrechen. Diese neue, lokale Identität, sich einerseits als Weltbürgerin zu fühlen und andererseits aber seine regionale Zugehörigkeit zu leben, das ist etwas, was entsteht. Was sozusagen sich erst formt, was noch nicht entscheidend entwickelt ist. Aber es zeichnet sich ab, dass gerade für Menschen, die sehr mobil sind, sich eher lokale Identitäten als tragfähiger erweisen als nationale. Denn in der nationalen Identität ist sofort Konflikt. Deswegen glaube ich, dass diese Entwicklung einer lokalen Identität durchaus eine positive Lösung werden kann. Ich glaube, dass der Begriff zeigt, dass man die Einstellung zu Europa aus täglichen Erfahrungen gewinnen kann, die auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Die territorialen Einheiten sind hier wesentlich. Ich glaube, und das habe ich auch versucht, in meinem Beitrag zu sagen, dass die lokale, die unterste Ebene eigentlich der Anfang in der Bemühung um ein europäisches Bewusstsein sein muss. Und das ist ein sehr schwieriger Begriff, weil Identität eine Einheit mit sich selber voraussetzt oder wie Hegel gesagt hat, ein An und für sich sein. Insofern kann es gar keine multiple Identität geben, wenn man den Begriff genau nimmt. Aber es kann eine Identität geben, die zusammengesetzt ist aus Erfahrungen mit verschiedenen Identitäten. Und die Zukunft der Identität in Europa sehe ich, dass die jungen Menschen, die Heranwachsenden, viele verschiedene Erfahrungen mit unterschiedlichen Identitäten machen und daraus eine bewusste Gemeinschaft sozusagen bilden mit einem größeren Ganzen als das, worin sie aufgewachsen sind. Ich glaube, gerade in Grenzregionen, wie es das Bundesland Tirol ist, Südtirol und Trentino, leben alle multiple Identitäten. Schon deshalb, weil wir gewohnt sind, mit zwei Sprachen zu leben, sowohl eben die eigene Muttersprache zu haben, ob das Deutsch oder Italienisch ist, aber man ist jeden Tag konfrontiert mit der jeweils anderen Sprache. In Südtirol kommt noch das Ladinische dazu und wir leben eben an Grenzen und wir sind gewohnt, ständig über diese Grenzen zu fahren und gerade aus Südtirol ist man auch ständig gefragt, was ist man? Man hat seinen italienischen Pass, man ist italienischer Staatsbürger, allerdings andererseits fühlt man sich eben angehörig der deutschen Sprachgruppe, die ja über 80 Millionen ausmacht. Wenn man eben dann im Ausland ist, dann ist man als Südtiroler, als deutschsprachiger Südtiroler, lässt man oft eher den Italiener raushängen. Und dieses ständige sich hinterfragen, was ist man, wohin gehört man, ist eigentlich ganz wichtig und ist eine schöne Erfahrung und ist inzwischen international vernetzt durch Social Media. Euregio Atelier wurde mit dem Zweck eingerichtet, Gedanken anzuregen.
Es schließt die diesjährige Ausgabe mit gefundenen Antworten, aber auch mit noch offenstehenden Fragen ab, in einem kontinuierlichen Prozess, in dem die Europaregion als Sinnbild eines europäischen Kontinents dasteht, der versucht, Grenzen und Identität gemäß neuen und noch nicht entdeckten Paradigmen zu überdenken.